Hallo, ich heiße Steffi, Steffi Nett. Meine Mama hat hier vor einem Monat einen Job gefunden. Das heißt für mich auf Wiedersehen Deutschland und Hallo England. Ich komme aus Köln. Das ist im Nordwesten auf Deutschland. Das bin ich als Kind. Süß, oder? Ich bin dort aufgewachsen, habe meine ganze Familie, meine Freunde und meine Hobbys dort. Es ist meine Heimat. Aber jetzt, ich bin hier. England ist eigentlich nicht, wie ich es erwartet hatte. Mein Bruder Maxim ist jünger als ich, aber sein Englisch ist besser als meins. Meine Mutter, der Umzug ist wirklich stressig für sie. Steffi, help me bitte! Und das ist mein neues Zuhause. Das ist mir egal. Das war wohl eine Woche. Heute ist ein anderer Tag. Steffi! Was ist jetzt los? Ich schlafe. Frühstück? Ja, ich komme. Steffi! Heute ist Maxims erster Tag in seiner neuen Schule. Oh, bist du aufgeregt? Natürlich. Brauch er nicht aufgeregt zu sein. Seine Englisch ist prima. Mutti ist alt genug, um mir selbst zu sprechen. Ja, ich weiß. Ja, Mutti. Was machst du heute, Steffi? Ich suche nochmal nach einem Job. Hast du noch kein Glück gehabt? Nein, leider nicht. Ach, das wisst schon. Ja, Glück heute. Dankeschön, Mutti. Bin später, mein Schatz. Ich habe gelogen. Ich habe nicht nach einem Job gesucht. Ich habe dieses gemacht. Scheiße, mein Leben. Köln. Sinsheim. Die Vergangenheit. Toll. You know Desi. Yeah, he's got some rock life. He's got some rocks, you know what I mean? Was zum? Ugh, sogar mein Bruder hat Freundin. Wo sind meine Freundin? Tom, Thomas, hallo. Hallo. Gott in Himmel. Sogenannte Freundin. Wo ist Mutti? Was ist das? Warst du heute zu Hause? Ja, ich hatte Kopfschmerzen und ich wurde nicht so gut. Ich suche morgen nach einem Job. Steffi, du möchtest darum kümmern und etwas machen. Morgen, Tee? Mit Milch, so wie die Englische ihn trinken. Was hat Maxim heute gemacht, frage ich. Die Schule ist sehr toll, die Fächer sind das Fach. Und alle Mädchen mögen meinen Akzent. Was ein verrückter Typ. Das ist toll, Max. Steffi, dein Bruder ist heuch geworden, oder nicht? Ach, schon. Mama, es ist komisch, wenn du das sagst. Aber er ist noch. Verrückter Typ auch. Schatz, schau mal, was ich gefunden habe. Was? Du warst so toll. Willst du nicht heute Abend in einen Kurs gehen? Oi, Kickboxen. Ich war wirklich gut, habe viele Wettkämpfe gewonnen. Ich hatte Freundin. Aber das war in Deutschland, nicht hier. Mutti, das war zu heim. Hier ist das anders. Nein, du warst super. Ja, ich. Das war ich. Jetzt bin ich, aber nicht mehr. Ich glaube, das ist kein Schwachsinn. Oh, du klapper Arschloch. Steffi! Was? Ich habe die Nase voll. Ich will wieder nach Hause, Mutti. Gott, diese verdammte Langeftung. Yes. Nein, Mutti.
Mutti, ich bin fertig geworden und dich! Heute ist ein anderer Tag, aber es ist schon ein Öl. Warum bin ich so faul? Ich muss heute etwas machen. Also und... Aha. Hm, vielleicht könnte ich diese verdammte Fremdsprache lernen. Dumi? Puh. Nein, zu langweilig. Hm. Dave's Cave. Super. Ach nein, was denke ich? Ich bin kein Kind. Heimseit, denke ich. Genug für einen Tag. Hey Mutti, was siehst du hier? Was ist los? Du bist nicht die Einzige, die Heimweh hat und unser altes Zuhause vermischt. Du kommst aus zu Hause geblieben, Steffi. Du hast Schule gemacht. Ich wollte dich nicht verlassen, Mutti. Das war wohl Dramanata. Bis zum heutigen Tag hat sich ein bisschen was verändert. Wir haben jetzt einen Hund. Sie heißt Jess und sie ist sehr gut für meine Mama. Mama und ich verstehen uns jetzt besser und sind für andere da. Sie sagt, wir sollen nicht streiten, denn wir brauchen einander. Und damit hat sie recht. Ich habe noch kein Weh und vermisse mein Leben in Deutschland. Aber ich fühle mich in England immer wohler. Ich würde sogar sagen, dass ich glücklich bin. Ich habe hier ein zweites Zuhause gefunden.